Trotzdem weiß ich nicht so ganz, wie ich mit dieser Übertragungsrate da oder mit der Signalstärke umgehen muss. Das verstehe ich noch nicht so ganz. Immer noch die gleichen Irren, die raus wollen. Vielleicht kann man ja ganz kurz hier in dieses Menü reingehen. Kann man da irgendwo... Nein? Nebenmission. Okay, Arkham City beheimatet die gefährlichsten Kriminellen von ganz Gotham City. Sobald etwas Verdächtiges geschieht, wird die entsprechende Position von einem Bat-Computer sofort auf der Karte markiert. Untersuche die Ereignisse, um weitere Aktivitäten der Superkriminellen aufzudecken. Ja, Nebenmission wollen uns jetzt mal nicht so richtig interessieren. So, verhöre Joker, um mehr über Protokoll 10 zu erfahren. Das ist unsere Hauptquest und finde die Quelle des Funksignals, um Joker aufzuspüren. Okay. Was? R Tiger 5 an Zentrale. Haben Sichtkontakt zu einem Notleuchtsignal auf einem Dach im District East Arkham. Wie sollen wir vorgehen? Ignorieren. Vermutlich ist es Mr. Wayne, der seine Leute kontaktieren will. Es wird ihm nicht helfen. Ja, egal. Also hier auf der Karte sehen wir jetzt nicht so viel. Das heißt, wir müssen die Signalstärke irgendwie einfach verfolgen. So, hier ist es jetzt. Wir haben keine Verbesserung, keine Verschlechterung. Das muss doch eigentlich heißen, dass er hier irgendwo ist, oder? Nehmen wir die nochmal ganz kurz hoch. Zack. Hey, da wird gekämpft. Oh, da kommen ja noch mehr. Das wird wehtun, Batman. Irgendwie habe ich das Ding da hochgehen lassen. Oh, cool. Doppelangriff. Sehr schön. So, alle vermöbelt. Noch jemand? Naja, gut. Alles klar. Und du. Ich merke schon. Pam. Okay. Kann man denn hier mit diesem Super-Detektiv-Modus irgendwas erkennen? Nicht so richtig, oder? Also, hier lässt die Signalstärke nach, da geht sie wieder hoch. Hier ist sie einfach bei 0. Oder, was heißt bei 0, aber hier nimmt sie nicht ab. Hä? Ich blick das irgendwie gerade nicht so ganz. Wahrscheinlich stelle ich mich auch einfach zu doof an. Hm. Die Außenmauer ist für jeden Insassen von Arkham City absolutes Sperrgebiet. Hier wird's ein bisschen besser. Hier wird's wieder besser. Wir verhungern hier. Was ist passiert? Keine Ahnung. Ein Gasleck? In einem Kirchendach? Ein Gasleck? Unsinn. Das hat garantiert irgendwas mit Holly zu tun. Ich hab dir doch gesagt, dass sie was vorhat. Wieso sollte Joker wollen, dass ein Kirchendach gesprengt wird? Das ist nicht mal lustig. Ich habe gehört, dass Joker die seltsamsten Dinge lustig findet. Vielleicht gehörte das dazu. Ach was, ich habe gehört, dass Batman da drin war. Vielleicht hat Joker eine Bombe gezündet oder eine Rakete da reingejagt. Batman? Batman ist hier? In Arkham? Ja, gut aufgepasst, Mann. Was sollte Batman hier wollen? Das gefällt mir nicht. Das hier wird echt von Minute zu Minute verrückter. Batman hat mir bei unserem letzten Treffen meine Schulter und 8 Finger gebrochen. lustig. Batman bricht immer alles. So, okay, ich glaube, jetzt befinden wir uns aber auf dem richtigen Weg. Nach Jokers Tod alles übernehmen? Das wird nicht lange gut gehen. Ups, den wollte ich eigentlich nicht anmachen. Amüsiermeile. Ja, hier kann man wieder eine Nebenmission machen. Sieh sie dir an. Fressen ich aber gerade nicht. Die Schweine. Die Leute vom Clown haben keine Klasse. Nie im Leben würde Boss die in die Eisberg Lounge lassen. Also ich weiß nicht. Nie im Leben, Mann. Der verfüttert sie eher an sein Haustier. An wen? Tiny? Ja. Möglich. Ich hätte eher gedacht, dass er sie in die Lounge lassen würde, damit sein Monster was zum Spielen hat. Welches Monster? Wie
nie, welches Monster. Das Monster unter der Iceberg Lounge. Weißt schon, oder etwa nicht? Mann, ich hab nicht den blassesten Schimmer, wovon du redest. Dann hast du Cobblepot wohl noch nicht von deiner Loyalität überzeugt. Wirst du schon noch erfahren. Nur hoffentlich nicht aus... Willkommen in Sass! Ihr werdet nun mit zögerlichen Schritten einer besseren Welt entgegengehen. Einer Welt voller Spaß, Unheil und nur einer einzigen Person, der ihr gehorchen müsst. Meiner Wenigkeit. Wie lautet denn der heutige Tagesbefehl? Wir sollen jede arme Sau abknallen, die hier in diese Richtung kommt. Okay. Die Fledermaus ist hier. Babs. Okay, also Joker will hier die Macht übernehmen. Heute knallen wir sie ab. Gestern haben wir sie in das Hinterzimmer geführt und ihre Haut verbrannt. Echt? Ja, aber manchmal nimmt Joker auch jeden in die Gang auf. So bleibt es spannend. Spannend? Klingt eher lebensgefährlich. Du hattest Glück und warst am richtigen Tag da. Ja, glaube ich auch. So, jetzt haben wir es hier gleich geschafft. Irgendwie noch knappe 100 Meter um. Naja, noch 100 Meter. Wenn ich diesen Strangey vor die Fäuste bekomme, lege ich den Hund um. Gruselige Clowns-Fratzen hier. Ich finde Clowns ja echt gruselig, muss ich sagen. So. Alter, wie groß ist das denn hier alles? Ich dachte immer, Sharp hätte in Gotham das Sagen. Wieso hat er Professor Strange alles überlassen? Und übrigens, wie man gerade gut gesehen hat, kann Batman nicht schwimmen. Ecke, es gibt was er nicht kann. Oh mein Gott. So, muss ich hier unten rein? Vielleicht? Oh, vielleicht können wir mit der Lokomotive fahren. Und hört gut zu. Wie ihr wisst, ist Mr. Lane. Er ist nicht mehr er selbst. Und das Letzte, was er gebrauchen kann, ist ein selbsternannter Superheld, der seinen Genesungsprozess stört. Ich weiß, was ihr jetzt alle denkt. Das kann doch wahr sein. Stimmt all das, was man sich über ein Leben bei Joker Enterprises erzählt? Boah, durcheinander. Aber sie ist mal positiv. Alter, das macht mich irre. Das sprechen Joker und Harley Quinn gerade so durcheinander und ich noch drüber. Ich muss irgendwie in das Sionis-Stahlwerk reinkommen. Haben Sie es mit der Vordertür versucht, Sir? Wieso bin ich da nicht selbst drauf gekommen? War offenbar zu leicht. Mal sehen. Wenn alle anderen Zugänge versperrt sind, wäre der einzige Zugang... Nein, das ist Selbstmord. Der Hauptschornstein? Okay, also dann. Wie zum Henker sollen wir da reinkommen? Es muss einen Weg geben. Was würde Batman tun? Sehe ich wie Batman aus? Nein, ich meine, er würde reinkommen. Was glaubst du, wie? Er würde sein Greifdings benutzen. Vermutlich käme er dann durch den Hauptturm rein. Klasse. Hast du so eins? Nee. Okay, nur damit das klar ist. Der einzige Weg da rein führt durch die Hauptkühltunnel. Vermutlich. Die Tunnel, die voll kochendem Wasser und giftigem Gas sind. Ja, wir könnten ein Boot bauen. Und das Gas? Bist du der Hauptschornstein? Ja, dann habe ich ja genau richtig gegriffen. Was zur Hölle? Habt ihr euch das gut überlegt, mir sowas zu Verantwortung zu legen? Naja, scheint ganz gut geklappt zu haben. Oh. Ah, okay. Moment, das muss ich mal kurz ausprobieren. Lalalalalala, ui, Batman. Batman. So, darüber, da auch noch drüber. Der Dampf aus diesem Ofen wird mich lebend kochen. Ich muss die Kohle irgendwie herunterkühlen. Ja, sehr gut. Zack. Ja, komm schon, auf mit dir. Ja. Okay, so einfach kann's gehen, wenn man Batman ist. Fertig? Ja, na klar, ist ja auch gar nicht warm hier. Okay.
Ah. Oh Gott. okay. Irgendwie so ein Explosivdingens. Okay, jetzt sprüht er da irgendwie so ein Gel drauf, na klar. Und dann einmal, nee, Moment. Und bumm. 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 Ah, da. Falsche Taste. Hey. Ups. Au. Ein Batrang auswählen und dann einmal da oben gegenschmeißen, würde ich sagen. Yo. Ja, Joker will, dass man ihn für krank hält. Dann zack, erwischt. Weiß nicht, Mann. Sieht ziemlich krank aus. Habe ich euch nicht etwas Unterhaltung versprochen, Jungs? Bitte, ich habe alles versucht. Tja, hättest dich mehr anstrengen sollen. Die Quacksalberin hat Mr. J hängen lassen. Und ihr wisst, was das bedeutet. Oh, ich glaube, das können wir noch besser. Komm rein, Mr. Hammer. Komme, Mr. J. Wer ist Mr. Hammer? Will ich das wissen? Ich glaube, sie zeigen es uns jetzt gerade noch nicht. Oder? Naja, scheinbar nicht. Schade. Hätte mich jetzt mal interessiert. Jetzt, von wo komme ich denn? Von hier. Dann da lang? Ja, ich hab ein bisschen Angst hier. Hallo. Au. Hammer Time. Mann, hört doch mal auf zu schreien. Macht den ganz nervös. Ach, das ist wohl der Hammer. Planänderung. Bringt sie in die Schmelzkammer. Mr. J will, dass sie ruhig noch etwas länger leidet. Also gut. Raus mit dem Rest von euch Idioten. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Geht zum Schneemann und bringt ihn hierher zurück. Sofort! Er wird dafür bezahlt, dass er Mr. J über den Tisch gezogen hat. Holt ihn her! Okay, jetzt schleichen wir uns ja einfach mal durch. Mann, der Hammer-Typ war ja krass. Alter Vater. Von dem möchte ich nicht gehämmert werden. Klang, als würde sie Freeze den Krieg erklären. Der Dampf blockiert den Ausgang. Wenn ich dem Rohr folge, müsste ich eine Möglichkeit finden, ihn abzudrehen. Was weiß denn ich? Der Dampf blockiert den Ausgang. Wenn ich dem Rohr folge, müsste ich eine Möglichkeit finden, ihn abzudrehen. Ups. Vielleicht hat es ja was mit dem ganzen Mist auf Arkham Island zu tun. Du hast gesehen, was passiert, oder? Nur das, was man im Fernsehen sehen konnte. Er war sowas wie ein verdammtes Monster. Er war riesig. Ich dachte, der fängt jeden Moment damit an, Hubschrauber vom Himmel zu schlagen. Und kurz danach sieht er wieder völlig normal aus. Ja, normal. Als ob der normal aussah. Ja, der Dampf blockiert den Ausgang. Wenn ich dem Rohr folge, müsste ich eine Möglichkeit finden, ihn abzudrehen. Das hat's irgendwie nicht gebracht. Alles zu Jokers Plan, ganz sicher. Der überlebt das. Der verarscht Batman, mehr nicht. Okay, das sollte es gebracht haben. So. Mann, ich kann hier gar nicht so viel sagen, weil irgendwie immer... Das wird ein Kinderspiel. Wenn Batman stirbt, gehört uns die Stadt. Immer irgendjemand rein erzählt, hallo? Das ist die blöde Fledermaus. Du bist der blöde Lakai. Oh, das sieht aber gar nicht so ganz cool aus gerade. Ich brauche ein bisschen mehr Bad-Gesundheit. Ja, nein, aua. Scheiße. Die Holzkiste hat mich umgebracht. Nein. Dumme kleine Fledermaus. Wer soll dich jetzt noch retten? Ich. Nochmal.
Mal gucken, wo wir wieder reingesetzt werden. Hoffentlich in den Kampf direkt. Ja, quasi. Damit können wir doch leben. Hallo, Friends. Zack. Ordentlich so sauber. Du stirbst jetzt, Fledermaus. Du hast überhaupt keine Chance. Ja, das sind ganz schön viele, ey. Das muss man den ja mal lassen. Hui. Na, nicht hauen. Heute Nacht. Da, der will das schmeißen, ich hab's genau gesehen. Ha! In ihr Rücken! Was zum Teufel machst du hier? Du solltest doch tot sein! Egal, du kommst nicht an Mr. J ran. Wir sind hier oben in Sicherheit. Kannst du ruhig da unten bleiben und verbrennen. Na gut. Alfred, ich habe den Joker gefunden, aber ich komme nicht ran. Ihm fällt sicher eine Lösung ein, Sir. Ja, ganz bestimmt. Ich habe gesehen, wie eine Ärztin verschleppt wurde. Ich suche sie und kümmere mich dann um den Joker. Okay, dann retten wir mal die Ärztin. Okay, was haben wir denn hier? Mal gucken, kann man das irgendwie markieren oder so? Nee. Oh, Mr. J, ein Wunder. Du siehst toll aus. Oh, nein, das ist gar nicht gut, oder? Sei still, Harley. Hä? Das ist doch auch wieder so ein abgekatertes Spiel. Wahrscheinlich. Ja, Moment. So, kann man denn hier irgendwo lang? Irgendwo, wo ich das noch nicht wusste, wo man lang kann. Da kommen wir nicht durch. Das habe ich ja gerade ausprobiert. Hier irgendwo muss es ja weitergehen. Da vielleicht? Nein. Da vielleicht? Nein. Okay, also manchmal mangelt es mir hier so ein bisschen an Hinweisen, wo man denn jetzt hin soll. Und habe ich die Tür nicht schon versucht aufzumachen? Seltsam. Okay. Was bringt das? Okay, also die werden auf jeden Fall vom Riddler versteckt hier. Keine Ahnung, mir egal. Ich finde solche Trophäen sowieso immer nicht so ganz toll. Dementsprechend legen wir jetzt einfach mal weiter los. Hier hat jemand gesagt, dass Batman herkommt. Und? Ich meine ja nur, ich dachte, der einzige... Jokers Männer erwarten mich. Ich sollte den Raum unter die Lupe nehmen und rausfinden, wo sie stehen. Hast du Angst vor der Bösen? Sie haben diesen Durchgang gesichert. Ich muss eine andere Möglichkeit finden, an Jokers Männern vorbeizukommen. Er hat mir in der Anzeige vor 6 Monaten 3 Rippen und den Arm gebrochen. Dann sorg dafür, dass er dir nicht zu nahe kommt. Leichter gesagt als getan, Mann. Du hast ihn noch nie in Aktion gesehen. Wenn er kommt, zeige ich ihm, dass man sich mit mir nicht anlegen sollte. Harley will, dass er stirbt. Und ich will Harley. Bist du verrückt? Harley? Hast du etwa vergessen, wer ihr Freund ist? So wie ich das sehe, wird bald schon die ganze Welt vergessen haben, wer ihr Freund ist. Dann fahre ich auf der Harley. Oder du kriegst eine Kugel ab. Im Ernst, Mann, werd nicht übermütig. Batman ist gefährlich. Und Harley erst recht. Hallo? Das mit dem Sturm ausschalten hat irgendwie nicht geklappt, habe ich so das Gefühl. Ich sehe ihn! Na gut.
jetzt mal schnell hier weg. Die Schusswaffen sind halt schon recht übel. Ja. Der lebt ja immer noch. Na toll. Hat ja gut geklappt. Alter, hä? Wer steht denn da noch? What the fuck? Ich hab den doch eben gerade umgehauen. Warum steht der wieder auf? Ich wusste es. Du bist nichts als eine halbe Portion. Ja, vielleicht stimmt das ja. Ich weiß nicht. Aber ich mach's einfach mal so, dass ich jetzt sage, an dieser Stelle mache ich jetzt mal Schluss für heute. Das reicht gerade. Und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal wieder. Ja, sorry, ich habe irgendwie nichts erzählt. Aber warum auch? Es wird ja andauernd erzählt. Von dem her passt das schon. Gut, dann bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss.